Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Badezimmer. Ich wollte mich gerade ready machen. Heute vloggen wir wieder. Wir haben heute auch Besuch bekommen, und zwar von Abby und Jonas. Wir sind gestern Abend angekommen und gestern haben wir den ganzen Tag das Spiel Among Us gespielt. Die einen oder anderen kennt es vielleicht. Also die es kennen, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, weil ich glaube, noch nicht so viele spielen das Spiel. Das ist so ein Imposter-Spiel, wo quasi, man ist quasi in einem Raumschiff und wir sind alle Astronauten. Ich zeige es euch später einfach mal. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie komisch zu erklären, aber es ist auf jeden Fall so, dass es einer immer der Lügner ist, also der Imposter. Und wir müssen alle rausfinden, wer der Imposter ist. Na egal. Auf jeden Fall, ich mache jetzt gleich meine Morgenroutine. Und zwar auch mit meinen neuen Produkten. Das sind jetzt noch Sample-Verpackungen, ne, weil die sind ein Ticken größer als die richtigen. Ich zeige es euch mal. Hier. Tada! Das sind meine zwei neuen Produkte von Anda, die dann bei, also die habt ihr ja schon im letzten Vlog gesehen. Ein Gel-Cleanser und ein Toner. Die kommen beide nächsten Monat in den Online-Shop und ich freue mich mega, mega drauf. Also ich verwende jetzt die, die ich jetzt hier schon angebrochen habe, weil die kamen direkt vom Labor. Sag dir, was du gemacht hast. Mama, wenn wir gefragt haben. Was hast du gerade gemacht mit deinen Schnullern? Du hast deine Schnuller weggeschmissen. Brauchst du keine Schnuller mehr? Ja. Ja, dann? Gut gemacht, Eliana. Jetzt brauchst du keinen Schnuller mehr. Okay, jetzt hat sie offiziell gesagt, sie will die wegschmeißen. Das heißt, wir dürfen uns auch keine mehr geben. Nee. Phase Schnuller ist over. Bist du schon groß? Ja. Brauchst keinen Schnuller mehr? Mhm. Wow. Ich bin stolz auf dich. Ich habe die jetzt trotzdem mal in eine Plastiktüte gemacht. Ja. Aber wir müssen es dann, ich weiß nicht, ich habe nur zwei Stück gefunden. Was? Ich habe jetzt nur zwei Stück gefunden. Ich weiß auch nicht, wo die anderen sind. Das heißt, ab jetzt müssen wir auch deiner Mutter und alle sagen, gibt es keinen mehr. Ja. Guck mal, Mama ist ganz stolz auf dich. Du bist so groß. Du bist so schnell groß, Eliana. Also, Eliana hat jetzt schon vor längerer Zeit, also haben wir ihr angewöhnt, dass sie den Schnuller nur abends kriegt zum Schlafen. Hat auch echt gut geklappt. Sie hatte das dann manchmal zum Mittagsschlaf oder sowas, hatte sie dann noch einen Schnuller, aber sonst hat sie es immer abgegeben. Also es hat echt gut geklappt, die Regel. Und mal schauen, ob das jetzt komplett ohne Schnuller klappt. Also das werden wir dann heute Abend sehen. Wie heißt dein Baby? Ich bin Mama, du bist Opa. Ja, also tschüss, kleines Baby. Tschüss. Was? Eliana, ja, die Mütze ist zu groß. Guck mal, du musst das Baby so rumhalten. Und dann kann die Mütze nicht runterfliegen. Guck mal, so. Juli geht jetzt zu seinen Eltern und hilft denen bei der Baustelle. Die haben gerade im Garten, also im Garten machen die gerade was neu. Und er hilft jetzt dort für den halben Tag. Und danach wollten wir zu einer Kürbisausstellung gehen, und zwar nach Ludwigsburg. Wir hoffen, das Wetter hält. Jetzt sieht es ganz gut aus, also relativ bewölkt, aber halt so, dass es auf jeden Fall nicht regnet. Und ja, die letzten Tage war es bei uns so krass nebelig. Man hat wirklich gar nichts auf den Straßen gesehen. Es war richtig, richtig krass. Und es hat auch geregnet. Und geregnet hat es auch die ganze Zeit. Also ja, heute ist echt noch ein sehr, sehr guter Tag. Wir gehen jetzt gleich frühstücken. Ich werde jetzt gleich aber kurz einkaufen gehen, weil wir sind zum Frühstücken eingeladen bei Kat. Und da gehe ich noch kurz im Supermarkt vorbei, kaufe ein paar Sachen, die ihr fehlen, und vom Bäcker ein paar Brötchen.
Muss den Leuten so, Humor aufzwingen. Den 90, lass mal das jetzt. Und drauf. Frühstücken. Das ist da ist unser Besuch. Hallo. Hallo. Und da auch. Wow. Genau, jetzt wird erstmal gefrühstückt aus. Und dann wird gezockt. Spaß. Kein Spaß. Spaß, kein Spaß. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Ja, was? Janne kriegt noch schnell einen Haarschnitt hier. Und kappst du auch? Ja. Oh, ja, wir meinen okay. Also, sind gespannt. Und hier wird gespielt. Ja, ich habe gerade was gekauft. Und ich habe einen leckeren Kaffee bekommen von Eliana. Ja, ich trinke auch gerade Kaffee. Sehr, sehr lecker war der Kaffee. Dankeschön. Eliana, hast du auch noch Milch zum Kaffee? Keine Milch. Ach, keine Milch. Ich weiß nicht, ob Milch. Ich glaube, das hier, guck mal, das ist Milch. Das ist nur kaputt gegangen, die Verpackung. Genau. Aber da ist bestimmt noch was drin. Ja, das ist leer. Ach, das ist leer. Ach, mir ist egal. Ich trinke meinen Kaffee ohne Milch, das ist nicht so schlimm. Alles gut. Ah, ja, vielleicht, genau, schüttel nochmal. Ah, da kam noch was. Entschuldigung. Ich möchte gerne noch was kaufen. Erstmal Regal einräumen. Genau, das ist immer wichtig. Habt ihr auch Bananen? Ja? Eliana. Eine Banane gerne? Du kannst auch reden, Eliana. Habt ihr auch Kekse? Ja, die. Guck dir mal so. Super. Und wie teuer ist das? Ja, wie viel kostet das alles? Das ist kurz ein Dreisatz. Ein Handschuh. Das nehme ich auch. Eliana kann richtig gut verkaufen. Ja, klar. Ein Puppe. Okay, das nehme ich auch. Überzeugt. Nein, das ist ein Brief. Das ist ein Brief? Es wird ernst, Leute. Jetzt wird's ernst. Der Fukuhila kommt. Ja. Yes. Vorne wird schon mal abgeteilt. Das ist dann der kurze Part. Okay. Das Schwimmen. Cover. Was machen wir jetzt? Wir sind jetzt übrigens in Ludwigsburg und sind auf dem Weg zum Schloss, weil dort ist heute eine Kürbisausstellung. Beziehungsweise bis Dezember geht die Kürbisausstellung so lang. Hä, vergammeln die dann nicht? Ich frage mich auch. Weil beim Europapark gehen die doch im Oktober noch weg. Ja. Also vielleicht seht ihr dann in 2 Monaten schimmelige Kürbisse, kann auch cool sein. Ja. Don't know. Voll krass, als wir ausgestiegen sind aus dem Auto, kam direkt eine Durchsage. So wie bei der Purge, so ja. Die Lautsprecher der Stadt haben das gesagt. Ich wusste gar nicht, dass Städte so Lautsprecher haben. Was haben die gesagt? Genau, dann haben die gesagt, bitte wachsen Sie die Maskenpflicht in der Innenstadt. Ja, deswegen stay safe, wear a mask und ja. Gehen rein. Always use. Was heißt das Infektionsmittel auf Englisch eigentlich? Sanitizer. Hand Sanitizer, okay. Hier sagt voll krass, hier hat mal jemand gelebt, also hier hat jemand gewohnt. Ja. Wir haben alle die gleichen Gedanken. Ja. Finde ich so krass. Mhm. Wie viel kostet das jetzt? Sehr gut, 1500 Gramm. Ja. Müssen wir einfach alle da reinziehen. Wir sehen uns dann einfach nie. Auf dem Platz da innen drin sind normalerweise Konzerte. Ah, ja, und Hochzeiten. Also, wir sind jetzt hier auf der Kürbisausstellung in Ludwigsburg. Und schauen uns jetzt die Ausstellung an und werden heute hoffentlich noch ein bisschen Kürbis essen. Ne? Hast du auch Hunger? Ja, nee, aber nicht auf Kürbis. Das ist mir schon tja, dann wird schwierig hier. Ich bin jetzt schon optisch, bin ich schon satt. Ja, eine Ausstellung. Es ist jetzt der nächste Tag. Wir haben natürlich voll verkackt mit dem Vloggen, aber nicht schlimm. Ich habe heute beim Vlogschneiden nämlich gemerkt, dass wir kein Ende gedreht haben.
Und hier übrigens hier ein bisschen Herbstdeko an meiner Tür. Cool, gell? Wir sind jetzt bei Hans im Glück. Das waren wir ja richtig lange nicht mehr. Mhm. Es gab eine Zeit, wo wir richtig oft hier waren. Jeden Tag. Jeden Tag, aber ja. Wir sind jeden Tag nach Stuttgart gefahren. Da gab es damals noch gar nicht. Ja. Und ich habe, was hatte ich denn nochmal, beherzter? So ein vegetarischer Burger. Hat und Janik Wolpertinger eigentlich immer. Vegane, ja. Und was hat ihr nochmal? Geistbock. Den Geistbock-Burger. Sieht so lecker aus. Muss den platt drücken. Und ich bestelle auch immer die Parmesansoße noch zusätzlich dazu zu den Pommes. Schmeckt richtig nice. Und Jenny war das Model. Ja, ich habe sogar noch ein Interview. So, Interview, Leute, wir sind wieder zu Hause. Kommt bei Katharina Damm. Und wir reden gerade über alles Mögliche, so über alte Apps, die man damals so benutzt hat. Und wir sind gerade voll schockiert. Damals, ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt, aber es gab noch Lookbook.nu. Ne? Ja. Die App hieß, glaube ich, auch so Lookbook.nu. Ja. Und nein, wir haben einfach unsere alten Bilder ausgegraben, was wir da hochgeladen haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ich habe mein Profil sogar gefunden. Geh auf das Bild, dann findest du dein Profil. Oh echt? Ja, Scheiße. Das Profil ist noch da. Das ist noch da? Ist noch da. Mann. Oh mein Gott. Andy, was ist das denn? Was ist das denn? Guck mal, ich hatte 118 Fans, ne? Oh Gott. Ist es von meinem Profil? Guck mal, da haben wir noch so Outfit-Bilder gepostet. Da bin ich auch irgendwie, zeig Wand mal dein. Oh mein Gott, ich zeig euch mal ein... Aber ganz, ganz gutes. Hat sogar 101. Oha! Oh Gott, das interessiert mich jetzt. Oh mein Gott, 100. Dieser Ring, oh mein Gott, ich kenne den. Was man alles findet, ne? Und die Leute sind voll süß, die schreiben mir so lovely dear, love this, love the ring and the top. Ja, die waren auch bei mir auch so schön, solltest du mehr posten. Ah, ich habe keine deutschen Kommentare. Doch, ich hatte deutsche Follower irgendwie. Ich hatte das vergessen. Ich habe das auch schon richtig verdrängt. Ich hatte mal ganz am Anfang von Insta, als noch dieses Ganze, wo man am Anfang immer noch dieses Follower for Follower und so einen Scheiß gemacht hat. Schaut, ja. Ja. Ich glaube, oh mein Gott. Ein Kollege von mir hatte 6000 Abonnenten, ich glaube, der hat jetzt noch 200. Aber da hatte ich auch schon irgendwie so 2000 mal. Also ich habe meinen ersten Account auf Instagram gefunden. Oh, echt? Da habe ich 2012, da habe ich alles gelöscht, weil der wurde gehackt. Oh. Und 2012 habe ich den wiederbekommen, da habe ich geschrieben, cut my account back, still here. Dann haben welche geschrieben, hey, yes, I am still here. Oh nein, hey, hey, hi. Always have, always will. Oh Gott, wie süß. Da hatte ich nur so amerikanische Follower. Ja, weißt du, was ich irgendwie so krass finde? Wir kommen so aus verschiedensten Städten Deutschlands und wir haben aber damals alles das Gleiche gemacht. Ja. So auf Lookbook, auf Instagram, wir haben alles das Gleiche gemacht. Ja. Auf Facebook. Lookbook haben, ich glaube, das haben wir schon... Es ist ja auch eine Art von Anfang gewesen irgendwie von dem Ganzen. Ja. Also du kannst das zum Beispiel ja gar nicht. Ich weiß. Aber damals war auch Insta, selbst Insta ja, genau. Voll die anonyme Plattform. Das war ja nur für Apple-User und für Fotografen. Ich weiß nicht, ich hatte mit meinem iPhone 4 damals, habe ich mein Insta-Fotos so gemacht. Und weil keiner hatte das, habe ich mich damals richtig cool gefühlt, habe ich auch so Bilder mit Shisha hochgeladen. Guck mal, das war... So, ja. Ich wusste das aber noch nicht. Die Schaukel war so geil. Mhm. Da waren wir nie wieder verlieren. Ah ja, stimmt. Wenn die Netto irgendwann down geht, will ich diese Bilder immer haben. So, wir haben jetzt gerade noch Among Us gezockt. Heute wurde es ein bisschen früher. Nur bis eins. Ja, genau. Wir müssen auf jeden Fall ins Bett. Ihr wisst schon, wenn ihr dann zurück nach Köln kommt, ne? Ja, ich hab schon gesagt, die zwei meine WhatsApp-Gruppe oder so. Die zwei haben sogar extra einen Tag verlängert. Nein, nur für Among Us. Sagen wir mal Tschüss für heute. Genau. Und bis zum nächsten Mal wieder. Bye! Ich hab auch den Koscher.